Was glaubst du? Sie können schon mal klatschen, weil vielleicht holen Sie nachher nicht mehr. Wenn Sie gehört haben, was alles nicht funktionieren könnte. So, jetzt fangen wir schon mal technisch an. Okay. Ich dachte mir, über Best Practice sprechen eh so viele. Jetzt spreche ich mal über Worst Practice, also wie man es nicht macht. Ganz ungewöhnlich für einen Berater, ich sollte den Leuten eher sagen, wie es geht. Aber es ist ja viel wichtiger, über Dinge zu sprechen, die nicht funktionieren. Mein Name ist Niki Friedl. Wie Sie vielleicht bemerken, ich komme aus Österreich, das heißt, ich habe jetzt auch ein bisschen Fremdsprachenkenntnisse angedient in der nächsten Dreiviertelstunde, hoffe ich zumindest. Falls Sie mich nicht verstehen, nicht so schlimm, es gibt danach ein Handout für Sie, da steht es dann in Hochdeutsch drin. Ich versuche natürlich, ortskonform zu sprechen. Gut, aus Fehlern lernen, ist immer toll, wenn die anderen die Fehler machen, wir machen ja keine, das ist immer schöner bei solchen Events, jetzt kann man immer die Leute zusammen, die eh keine Fehler machen. Also nehmen Sie es entspannt hin und ja, ich meine auch, dass Vorbereitung auf diesen Vortrag, ich schaue mal so bei meinen Kunden in Wien, was die denn so an ITSM-Tools gerade haben, also womit die arbeiten, wie die ihre Prozesse unterstützen. War schon gespannt, sehe ich da was die IT-Norm zum Beispiel vertreibt, ja? Oder sehe ich vielleicht irgendwelche anderen Tools. Nun, ich sah im Wesentlichen immer die gleichen Tools, die haben in etwa so ausgesehen. Ja, Sie kennen das. Ja, also Outlook, Freund aller Nicht-Prozesse. Das heißt, wenn Sie in einem Unternehmen eine Prozessanalyse machen wollen, also wenn Sie Berater sind oder werden wollen, ist es am besten, Sie schauen sich die Posteingänge an. Dann wissen Sie, welche Prozesse es nicht gibt. Die finden Sie an dem Posteingang. Ja? Auch sehr beliebt sind ja auch E-Mail-Verständigungen seit ITSM-Tools, so Genehmigungen zum Beispiel. Aber ein Freund, der ist Abteilungsleiter in Österreich bei einer Bank, der hat gesagt, Sie kriegen jetzt Genehmigungen, hat er mir erzählt. Und der kann jetzt quasi über E-Mail, also auch wenn er unterwegs ist, kann er Genehmigungen erteilen, ja? Oder eben was verbieten, was ihm viel mehr Spaß macht. Ja? Und dann habe ich ein paar Wochen später gefragt, wie ist das mit diesen Genehmigungen? Sagt er, nicht so toll, weil ich kriege da so 300 Mails pro Tag, wo ich halt Ja oder Nein sagen muss. Ne? Und sage, was sagst du? Sagst du Ja oder sagst du Nein? Ne? Da habe ich gesagt, naja, es kostet mir so ungefähr eine Stunde Zeit. Und das sind dann so Dinge wie Firewall-Freischaltungen, ja, also zutiefst technische Sachen. Und der ist ja nicht Abteilungsleiter geworden, weil er sich technisch gut auskennt. Ne? Das heißt, da habe ich gesagt, im Zweifelsfall sage ich halt immer Ja. Ne? Dann ist Folgendes passiert: Der Mensch geht in Urlaub und vergisst, eine Vertretungsregelung für seinen Posteingang zu machen. Und kommt aus dem Urlaub zurück und denkt sich, oh mein Gott, ich habe die ganze Firma aufgehalten. Ja, zwei Wochen auf Urlaub und hat einmal hochgerechnet, wie viele Genehmigungen jetzt nicht gemacht wurden. Und stellt fest, vollkommen egal, es gibt nämlich ein Default, dass nach zwei Tagen sowieso eine Genehmigung erfolgt, nämlich ja, ist der Default. Naja, hat es immer noch Sorgen gemacht, dass er sagt, na gut, damit habe ich aber jetzt trotzdem jede einzelne Veränderung um zwei Tage aufgehalten, haben ihm dann seine Leute berichtet und gesagt, nein, wir wissen ja eh, dass du zu allem Ja sagst, deswegen machen wir es sowieso. Nicht? Also, schön. Also eine Worst Practice, die man so kennt, das rechte Tool kennen Sie auch, oder? Excel, ja? Ja, die Waffe des kleinen Mannes, ja, mit dem können wir wirklich alles erledigen. Wer braucht schon Datenbanken, wenn es auch Excel gibt? Ja? Es gibt wahre Götter in Excel, ich gehöre leider nicht dazu. Gut, Worst Practice, ich mir dachte, ich gehe es vielleicht ein bisschen wissenschaftlicher an, erzähle nicht nur Geschichten, die ich erlebt habe. Die sind vielleicht lustig, aber wissenschaftlich nicht ganz so belegt. Es gibt durchaus Menschen aus Wissenschaft, Forschung oder im ersten Fall, den ich Ihnen gerne erzählen will, aus dem Qualitätsmanagement. Die haben ganz viel Erfahrung gesammelt, und zwar Erfahrung in der großen Industrie, in der großen weiten Welt, in Japan, in den USA. Und ich spreche da jetzt mal zuerst von einem Qualitätsmanagement-Guru, den Sie vielleicht vom Namen her kennen, W. Edmonds Deming, also das ist der mit dem Deming-Cycle, Blame-Do-Check-Act, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Und der hat mal beschrieben, unter anderem die 7 Deadly Sins, ja, die 7 tödlichen Sünden des Managements. Nein, was nicht Sünden, ja, und klingt einfach besser. Er hat es genannt 7 Deadly Diseases, aber tödlich war es schon. Ja. Und er hat das beschrieben, 7 Dinge, die man nicht tun sollte als Manager eines Unternehmens. Er hat sich da eher auf Industrieunternehmen bezogen. Also wir werden aber sehen, das passt für uns auch ganz gut. Und 14 Punkte hat er das genannt, also 14 Dinge, die man schon machen soll. Nachdem ein Vortrag über Worst Practice heißt, beschäftige ich mich jetzt eher mit den Dingen, die man nicht machen soll. Ja. Und das ist auch ein Bild vom Herrn Deming, da sehen Sie auch, dass der schon früh sehr alt war, also sieht man am Telefon, ne? Ist auch leider in den 90er Jahren verstorben, Herr Deming, da war er schon über 90 und hat seine wesentlichen Bücher so in den 80er Jahren geschrieben, daher aus dieser Zeit kommen auch diese 7 tödlichen Krankheiten, über die er da spricht. Das war kurz bevor ITIL entstanden ist, ja? Also das war schon vor ITIL da, diese Erkenntnisse des Herrn Deming. Was hat er geschrieben? Der hat gesagt,
Naja, es wäre mal eine tödliche Krankheit, wenn der Unternehmenszweck fehlt. Das werden die meisten Top-Manager von Unternehmen sagen. Was heißt da kein Unternehmenszweck? Unser Unternehmenszweck ist die Bereicherung der Shareholder, oder? Ja, mag sein, nicht, dass man halt Gewinne steigern will. Wenn die Mitarbeiter das halt nicht so toll finden, werden sie auch nicht so motiviert sein und werden dann auch Prozesse nicht ganz so ernst nehmen. Also Unternehmenszweck ist etwas Wichtiges für uns Menschen. Wir wollen gern wissen, wofür das Unternehmen steht, für das wir arbeiten. Und das wollen wir auch teilen, diesen Zweck. Die meisten zumindest. Dann hat er gemeint, die Betonung kurzfristiger Gewinne sei eine tödliche Krankheit. Wohlgemerkt, in den 80er Jahren. In den 80er Jahren schon, ja. Und was heißt jetzt kurzfristige Gewinne? Bedeutet, dass man eben nur auf den kurzfristigen Erfolg aus ist, mittelfristigen Erfolg oder langfristigen Erfolg, jetzt, wir sprechen von Top-Managern, nicht so toll findet, vor allem den langfristigen Erfolg, weil da ist man schon wieder woanders. Ne? Die Verträge sind ja leider bei den meisten großen Konzernen zeitlich begrenzt und man muss als Manager dann auch kurzfristig denken, weil ja auch die Aktionäre, die Geldgeber kurzfristig Dividenden haben wollen und nicht in 10 Jahren. Ja? Dieses Betonen von kurzfristigen Gewinnen hat sich leider auch auf kleine Unternehmen umgelegt in den letzten Jahrzehnten, die gar nicht müssten. Ja? Also ein Kleinunternehmen oder ein mittelständisches Unternehmen muss ja nicht kurzfristige Gewinne machen. Da reicht es ja, wenn man kurzfristig überlegt. Ja? Da ist es ja vielleicht gescheiter, wenn es langfristig am Markt, ja? Und bietet seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch eine Perspektive für viele Jahre. Aber das Quick Win, ne, das ist, klingt irgendwie so toll, man muss immer Quick Wins haben, ja, und da kommt man dann weiter. Wenn man keine Quick Wins hat, fliegt man raus. Ne? Also kurzfristige Gewinne findet er nicht so toll. Der Deming ist ja auch im Qualitätsmanagement gut, oder? Dann meint er, Beurteilungssysteme seien schlecht. Ja, die seien schlecht, wenn man gute Qualität liefern will, wenn man gute Produkte haben will, gute Dienstleistungen, dann sind Beurteilungssysteme eher negativ. Weil sie Mitarbeiter dazu bringen, so meint der Deming, Mitarbeiter dazu bringen, dass sie sich nur mehr so scheuklappenmäßig auf das konzentrieren, was zu einer guten Beurteilung führt und nicht um das kümmern, was für die Firma wirklich gut ist, nämlich hochqualitative Produkte und Dienstleistungen zu erzielen, Kunden zu begeistern. Es wird, das was er damals behauptet hat, wird mittlerweile auch durch viele Studien von Sozialpsychologen belegt. Gibt es ganz tolle Papers von Daniel Rayleigh vor allem, wo rausgekommen ist, dass eine Belohnung für einen Mitarbeiter, also eine Prämie zum Beispiel, für seine Peers, also Kollegen zum Beispiel, eine Bestrafung darstellt. Also der nicht belohnt wird, fühlt sich bestraft. Und zwar, weil der andere belohnt wird daneben. Und was man auch herausgefunden hat, ist, dass geldmäßige Belohnungen kurzfristig motivierend wirken, aber hoffentlich, weil sonst hätte es ja gar keinen Sinn aus Sicht des Arbeitgebers, aber mittelfristig sinkt die Motivation unter das Niveau, wo es vorher war. Das heißt, man kann quasi Mitarbeiter aus der Firma wegbelohnen, ja? Indem man ihnen immer wieder Belohnungen gibt, die motivieren aber immer weniger und irgendwann werden sie zur Selbstverständlichkeit und wenn sie ausbleiben, fühlt man sich bestraft. Also Beurteilungssysteme, die dann zu Belohnungen führen, sind mit Vorsicht zu genießen. Heißt jetzt nicht, dass man nicht beurteilen soll, heißt nur, dass man das nicht zu systematisch machen soll, sondern das könnte man auch menschlich machen. Ja? Da gibt es auch Methoden, die man anwenden könnte. Gut, dann hat er gesagt, dass hohe Fluktuation im Top-Management schlecht sei, ist halt leider auch ein Zeichen unserer Zeit, dass das bei vielen, vielen Unternehmen so ist. Auch bei uns im kleinen Österreich ist das sehr üblich geworden in den letzten 20, 25 Jahren, dass man einen C-Level-Posten, also CEO, CFO, CIO, eher nicht mehr langfristig hat, ja, sondern hat man kurzfristige Verträge. Wenn man es schlecht macht, ist man draus, wenn man es gut macht, ist man auch raus, wenn man halt zu einer anderen Firma wechselt. Es gibt nur ganz, ganz wenige CEOs in Österreich, da kenne ich halt ein paar, die wirklich schon seit Jahrzehnten diesen Job ausüben und auch der Meinung sind, dass sie das bis zu ihrer Pension machen wollen und die auch diesen Unternehmenszweck quasi persönlich darstellen. Ja. Also hohe Fluktuation bedeutet auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verunsicherung. Ja. Und wenn man verunsichert ist, dann möchte man vielleicht nicht den vollen Arbeitseinsatz bringen, den man sonst auch bringen könnte. Dann meint er, Fixierung auf Zahlen, das kommt von einem Qualitätsmanagement-Guru, ja, meint Fixierung auf Zahlen sei schlecht. Ja. Also heißt jetzt nicht, dass man nicht mit Zahlen arbeiten soll und dass Zahlen schlecht werden. Aber wenn man nur mehr auf Zahlen fixiert ist und nicht mehr den Menschen zuhört, schaut, wie es den Menschen geht, einfach mal nachfragt, wie es den Menschen geht. Und dann meine ich nicht nur Kundenzufriedenheit oder Mitarbeiterzufriedenheit, es gibt mehr als Zufriedenheit. Es gibt ja auch Probleme, die Leute haben können, es gibt Beschwerden, die nicht ausgesprochen werden,
es gibt Konflikte in Unternehmen und das alles sind ganz wichtige Führungsaufgaben, sich damit zu beschäftigen und nicht nur auf die Zahlen zu schauen. Natürlich muss man auch auf die Zahlen schauen, wenn man nicht auf die Zahlen schaut, wird man sie auch nicht überleben. Und schlussendlich meint er, dass unangemessen hohe Sozialausgaben schlecht wären. Damit ist jetzt nicht die Kantine gemeint, ja, oder dass sie mal zu Weihnachten vielleicht ein kleines Geschenk kriegen, sondern damit ist gemeint, dass das im Verhältnis zu Gehältern zu viel Sozialausgaben gezahlt werden von Firmen. Das ist sehr amerikanisch, dieser Punkt, denn in Mitteleuropa, in Österreich ganz besonders, kann man sich als Mitarbeiter ja nicht aussuchen, ob Sozialausgaben geleistet werden im Unternehmen oder nicht. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, da wird ja in eine Pensionskasse eingezahlt, in eine Arbeitslosenversicherung eingezahlt, in eine Unfallversicherung eingezahlt. In den USA ist das ja ein bisschen anders. Das heißt, da kann ein Arbeitgeber in solche Kassen einzahlen oder einen Plans heißen nehmen oder eine Vorsorge machen für Zahnuntersuchungen oder Zahnsanierungen. Und wenn man da zu viel macht als Unternehmen, meint der Deeming, ist das auch wiederum nicht gut für den Unternehmenserfolg. Ist psychologisch betrachtet wieder dieser Gewöhnungseffekt der Menschen. Ja, sie gewöhnen sich einfach daran, dass die Firma eh für sie vorsorgt und fallen dann aus allen Wolken, wenn diese Ausgaben aus irgendeinem Grund mal gekürzt werden, weil zum Beispiel ein geschlechter Geschäftsjahr war. Wie gesagt, ist nicht so ein Punkt in Europa, weil hier ist es gesetzlich geregelt. Und schlussendlich meint er, überhöhte Kosten durch Qualitätsmängel seien tödlich. Das ist ja eigentlich das Entscheidende, warum man sich mit Qualitätsmanagement überhaupt beschäftigt. Und im weitesten Sinn ist ja auch IT-Service-Management Qualitätsmanagement. Weil der wahre Schaden dann entsteht, wenn unsere Dienstleistungen, unsere Services oder unsere Produkte zu Schäden führen. Und das war vor 30, 40 Jahren ja gar noch nicht so ein großes Thema. In der Industrie schon. Der Deming war vor allem in der Autoindustrie tätig. Und da sind halt kaputte Autos rausgekommen, wenn die Qualität mangelhaft war. Er war übrigens Berater von Toyota, wie die begonnen haben, gute Autos zu bauen, nachdem sie vorher jahrzehntelang schlechte Autos gebaut haben. Und ist dann zu amerikanischen Unternehmen gewechselt und hat dort entscheidend Qualität verbessert beim Autobau, bei der Autoherstellung. IT-Services waren vor 30 Jahren noch nicht so wichtig. Ja? Also da war die Qualität dessen, was man in der IT macht, zum Beispiel die Älteren anschauen, ja, da vorne sitzt der Herr, der vor 30 Jahren auch schon gearbeitet hat. Ja? Vor 30 Jahren war IT auch nicht IT, da war das ja noch EDV, wenn man so erinnert. Elektronische Datenverarbeitung. Also wir haben Daten reinbekommen ins Rechenzentrum, haben sie verarbeitet auf magische Weise und dann ist Papier rausgekommen. Ja? Und wenn es nicht funktioniert hat, dann hat es nicht funktioniert. Ja? Dann war die Bank zum Beispiel offline. Ja? Dann hat die Versicherung halt mit Papier gearbeitet, war alles nicht so dramatisch, hat sich sehr geändert die letzten Jahre und Jahrzehnte, vor allem die letzten Jahre. Und heute ist Qualität von Dienstleistungen de facto schon marktentscheidend. Das heißt, wenn Sie Ihre Qualität, was meine ich damit, zum Beispiel wenn Sie einen Cloud-Service anbieten, Verfügbarkeit, Kapazität, das sind ja Qualitätsparameter, wenn das nicht hinhaut, dann wechselt der Kunde ganz schnell zum nächsten Provider. Der Mitbewerb ist gleich um die nächste Ecke. Also Deming hat das in den 80er Jahren mal behauptet, so ganz generell hat er Unternehmen gemeint. Und dann ist 2004 was Lustiges passiert. Da hat dieser Mann hier, Malcolm Fry, auch was geschrieben. Und ich habe mit ihm gesprochen vor ein paar Jahren und habe ihn gefragt, ob er auf diesen Deming Deadly Diseases aufgebaut hat, mit dem, was er geschrieben hat. Er hat gesagt, wusste er gar nicht, dass der Deming sowas geschrieben hat. Ja? Also hat er ehrlich zugegeben, wer ist dieser freundlich lächelnde Herr, Malcolm Fry ist ein ITIL-Autor, der hat bei den Büchern der ITIL Version 1 schon mitgeschrieben, auch bei der Version 2 da mitgeschrieben, bei der Version 3 hat er sich mit Grauen abgewendet, nein, sie haben ihn nicht gefragt, also da hat man dann andere Leute gefragt. Er hat auch viele Bücher zu ITIL geschrieben, die teilweise sehr, sehr interessant sind und hat unter anderem ein White Paper geschrieben, auf das möchte ich mich jetzt beziehen und damit kriegen wir jetzt die Kurve vom Qualitätsmanagement zum IT-Service-Management. Zwar hat er das 2004 genannt, die 10 Gründe, warum ITIL-Projekte scheitern. Ich würde ja gleich einen 11. zugeben, wenn ich ein Projekt ITIL-Projekt nenne, muss es ja schon scheitern. Ne? Wissen Sie, was ich meine? Nicht, weil ITIL jetzt schlecht wäre, um Gottes Willen. Ja? Ich bin ja, wie haben Sie gesagt, Österreichs erster zertifizierter ITIL-Experte oder so? Ja, genau. Ja, genau. Wahnsinn, oder? Eine Legende steht vor Ihnen in Österreich. Ja, stimmt wirklich. Nein, ich war in München 2008 und ich war der einzige Österreicher. Nein, wir waren zu zweit von meiner Firma, zwei Österreicher, aber ich war vorher fertig mit der Prüfung für den Experten. Ne? Und ich habe dann zu meinen Kollegen gesagt, ich bin der erste Experte. Also es hat gestimmt. Ja?
Gut, wie dem auch sei. Also ich verdiene ja auch mein Geld mit schönen Reden über ITIL. Aber was ich meine ist, dass man kein ITIL-Projekt machen sollte. ITIL ist eine Sammlung von Best Practices, also von Dingen, die man tun sollte oder könnte. Aber man kann das nicht irgendwie implementieren. Ja? Das ist nichts Technisches, sondern das sind Empfehlungen. Die soll man, das steht auch in den Büchern drin, adopt and adapt. Ja? Man soll sie annehmen und soll sie adaptieren für seinen eigenen Geschmack. Ja? Und zurechtbiegen für sein eigenes Unternehmen. Insofern gibt es ja auch keine ITIL-Projekte. Denn wenn mir ein Kunde fragt, ob ich ihm helfe, ITIL zu implementieren, ist das Erste, was ich darauf sage, bin kein Mediziner, kann Ihnen nichts implementieren, ja? Das ist das Erste, was ich darauf sage. Und dann sage ich, Sie wissen schon, was ich meine, ja, ein ITIL-Projekt wollen machen, wollen ITIL-Prozesse einführen. Klingt auch wurscht, klingt alles sehr medizinisch. Ne? Und ich sage dann sage ich darauf, naja, wenn das die Lösung ist, ITIL-Prozesse einzuführen irgendwo, was ist denn dann das Problem? Und wir kommen dann sehr oft darauf, dass das Problem nicht unbedingt mit der Einführung von Prozessen zu lösen, sondern das Problem ein ganz anderes ist. Und vielleicht in diesen Siegpunkten von Deeming zu finden ist. Ja. Gut, was hat also dieser Malcolm Fry gesagt? Er hat zum Beispiel gesagt, einer dieser 10 Punkte, fehlendes Management-Commitment. Also wenn das Management-Commitment nicht da ist, dann kann ich noch so schöne Prozesse definieren, dokumentieren, ausrollen wollen, das wird wahrscheinlich scheitern. Ist jetzt nicht überraschend, ist ja mit allen wichtigen Initiativen so. Und Management Commitment ist jetzt mehr, als dass der oberste Lenker sich vorne hinstellt und sagt, nun, freudig voran, machen wir doch dieses, wie heißt das, ITIL-Projekt, ja, und ich stehe da voll hinter Ihnen, ja, bis zum ersten Problem, aber bis dahin stehe ich voll hinter Ihnen, ja. Und Sie kriegen auch Budget, aber keinen Cent mehr, aber ich stehe voll hinter Ihnen, ja, also das ist nicht Management Commitment, ja. Und Management Commitment ist genau in solchen Projekten dann, wenn es die ersten Rückschläge gibt, und die gibt es garantiert, dann noch, immer noch dahinter zu stehen und dann immer noch dafür zu sein, dass man eine Initiative vorantreibt. Interessanterweise kann man dieses fehlende Management Commitment ganz gut neppen mit Aussagen vom alten Deming. Der hat ja gesagt, Betonung kurzfristiger Gewinne wäre schlecht und die hohe Fluktuation im Top-Management wäre auch schlecht. Das könnten schon Ursachen sein für fehlendes Commitment. Ne? Weil wenn ich als Manager einen Vertrag für den nächsten, der läuft nur mal 2 Jahre, habe, ja, und dann kommt mir jemand mit einer ITSM-Initiative, die irgendwelche ROIs hat in 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, in Wahrheit vielleicht in 10 Jahren, ja, ja, das wird vielleicht nicht das tollste Projekt für meine Agenda sein. Ne? Und das würde ich dann vielleicht dann doch lieber schieben wollen. Ne? Weil das kostet ja jetzt erstmal. Ne? Oder kurzfristige Gewinne, glauben Sie mir, nach, das ist schon wieder 18. Also seitdem ich selbstständig bin, sind es 15 Jahre, ja, und davor nochmal ungefähr 10 Jahre. Also nach 25 Jahren ITSM-Projekte weiß ich, die kurzfristigen Gewinne kann man zwar wohin schreiben und man kann die auch schön vermarkten, aber ob die wirklich so da sind, möchte ich bezweifeln. Ja. Kommt immer aufs Thema an. Ja. Also wenn sie schlecht genug sind, dann haben sie auch viele kurzfristige Gewinne. Ne. Und wenn sie jetzt ihre Prozesse eigentlich schon relativ gut im Griff haben, ja, also wenn sie zum Beispiel Change Management ganz gut können, ja, halt nicht nach ITIL, ja, aber es passiert nicht allzu viel noch Changes, ja, dann werden sie auch nicht viel kurzfristige Gewinne haben, sie werden eher kurzfristige unter Anführungszeichen Verluste haben, weil die Mitarbeiter sagen, um Gottes Willen, wir arbeiten genauso wie vorher, nur jetzt brauchen wir doppelt so lange, wenn wir alles aufschreiben müssen. Ja. Wird aber nichts besser für uns aus unserer Sicht. Ja. Also das können Gründe sein, warum Management Commitment dann doch nicht so groß ist, wie es sein sollte, neben anderen Gründen natürlich. Dann sagt der Malcolm Fry, Prozesse zeichnen, aber die Prozesse dann nicht umsetzen, das bringt auch nichts. Ja? Das wäre eine schöne Diskussion gewesen, wenn der den Deming gekannt hätte und die mal über dieses Thema gesprochen hätten. Deming war ein großer Fan des Prozesse zeichnens, hätte wahrscheinlich aber auch gesagt, das sollen wir dann auch umsetzen. Ja? Ist aber auch oft zu überleben. Nicht? Da gibt es Menschen, die produzieren etwas und sind dann der Meinung, das war es jetzt auch schon. Also da habe ich Worst Practice in meinem Privatleben. Ich wollte ein Haus bauen, ich kann aber nichts. Ja? Das heißt, ich habe mir gedacht, das muss wer bauen. Nicht? Und Grundstückskauf habe ich noch geschafft, ja, und habe dann, wie soll man sonst machen, ja, einen Architekten beauftragt. Das war dann ein Architekten-Duo, ja, also zwar wirklich wie, ja, wie halt das Stereotyp von Architekten so ist, das waren 2 Künstler, ja, die waren in einem Künstlerloft untergebracht, ja, und da haben sie ihre Entwürfe in den Wänden gehabt, wunderschön, ja, und die haben dann mein Haus geplant, ja, war ein toller Plan, ja. Dann haben sie auch ein 3D-Modell meines Hauses gebaut, ganz ungefragt, ja. Also, da wusste ich ja noch nicht, was das kostet. Ja, das heißt, sie haben also ein Modell gebaut. Ja. War wunderschön. Ja.
Ich habe dann immer gesagt, ihr wisst aber schon, was mein Budget ist. Gell? 300.000 Euro haben wir gesagt für das ganze Haus. Ja? 300.000 Euro, das war ein Riesenhaus, 250 Quadratmeter in Holz umrahmt, ja, auf drei Geschossen. Also die Leute, die Haus gebaut haben, wissen schon, wie sie das ausgeht mit 300.000 Euro. Ne? Und in den Hang hineingeschoben. Ja? So, dass das Ganze, wir haben es gesagt, eine Geschichte ergibt mit dem Wald. Man kommt vom Waldweg hinunter, sieht dieses vom Holz eingerahmte Haus und es wendet sich eine Lärchenholzverschalung um das Grundstück, in das Haus hinein. Ja, sehr wunderschön, war begeistert. Ja. Meine Frau ist ja eher pragmatisch, ja, hat den blanken Nummern, ist zum Baumeister gegangen und hat gesagt, was kostet es? Ne? Und der hat dann gesagt, naja, was haben Sie denn gedacht, was das kosten sollte? Sie hat gesagt, naja, wir haben ein Budget von 300.000. Hat er gesagt, na, der Rohbau wird sich drum ausgehen. Ne? Dann habe ich gegoogelt, was Rohbau ist, ne, und was das bedeutet, was der gesagt hat. Da ist dann gestanden, Dr. Kugler hat gesagt, Rohbau sind 40% der Gesamtkosten. Und ich dachte, okay, die Architekten haben jetzt was Schönes geplant, ich kann es aber nicht bauen. Ne? Gehe also wieder zu meinen Architekten mit dem 3D-Modell, dann steht es hin, sagt, wunderschön, geht aber nicht, ist zu groß, ist zu teuer. Und dann haben die in dieser Diskussion, also sie haben da natürlich eine kleinere Rechnung geschrieben, aber die waren schon der Meinung, sie haben ein Werk vollbracht. Ja? Also die wollten partout nicht einsehen, dass ich da drin nicht wohnen kann in diesem, ne, Modell. Das geht ja nicht. Ne? Und dass ich das auch nicht bauen lassen kann, was die geplant haben, das war ihnen aber eigentlich eh wurscht. Ja? Weil sie hatten das Modell, sie hatten die Fotos, sie hatten den Plan, ihre Leistung war beendet. Ja? Ähnliches sehe ich manchmal mit Prozesszeichnern. Ja? Die wunderschöne Prozesse sich ausdenken, die werden dann in Aris, in Adonis, wunderschön ausformuliert. Ja, und dann kommt halt ein Toolhersteller zum Beispiel, ne, schaut sich das an und sagt, wie wollen Sie denn bitte das in ein Tool reinbringen? Und ja, der Mensch einen Prozess hätte und will eh nicht. Ne, das würde man dann ja sehen, dass der Prozess jetzt vielleicht gar nicht so toll ist. Ja. Schwierig, ja. Also Prozesse zeichnen ist schon wichtig, aber die Umsetzung ist schon wichtiger. Ja. Und heute wissen wir, mit den modernen ITSM-Tools, die ja schon wesentlich besser sind als das, was wir vor 10, 15 Jahren noch hatten, ist es ja durchaus auch sinnvoll, sich mal ein Werkzeug anzusehen und zu schauen, wie sind denn die Prozesse, die da schon hinterlegt sind. Ja. Also ich muss ja nicht alles neu erfinden, weil in einem OTS zum Beispiel oder Gott behüt, BMC Remedy, ja, sind ja auch Prozesse hinterlegt. Ja. Das heißt, die könnte ich auch mir schon mal rauszeichnen bzw. mal geben lassen und adaptieren. Was sagt unser Freund Deming zu sowas? Naja, möglicherweise haben wir da den Unternehmenszweck nicht ganz im Griff. Ne? Denn wenn manche Leute glauben, der Zweck des Unternehmens ist, möglichst viel zu dokumentieren und nicht möglichst viel umzusetzen, dann kann es ja sein, dass solche Dinge rauskommen. Ne? Wie gesagt, dokumentieren ist wichtig, aber dokumentieren alleine bringt keinen Wert für den Kunden. Ne? Dann meint Malcolm Fryer, Konzentration auf Leistungskennzahlen. Kennen Sie das, ein Autoquartett? Haben Sie das angespielt? Ja, also die Älteren wahrscheinlich nicht. Also Sie merken, wir haben traurige Kindheit gehabt, keine Playstation, gab es damals nicht. Wir haben uns halt mit Quartettkarten hingesetzt und mit dem Auto wäre es halt ein bisschen, ja, 150 km/h, 60 PS. Also bei dem heißt es mit Beschleunigung, ja, 16 Sekunden, also ich glaube, mehr Sekunden schafft keiner von 0 auf 100. Ne? Ich habe meistens gewonnen mit einem Auto mit den Türen, nicht? Also das hat dann 5 Türen gehabt und das war so meine Türen. Gut, ja, also man kann natürlich viel über Zahlen sprechen, ja, aber hier ist wieder das Thema, nur auf die Leistung zu konzentrieren, auf die Zahlen zu konzentrieren, trifft es nicht ganz, denn mitunter performt man gar nicht so gut und den Kunden geht es trotzdem gut, ja, kann durchaus passieren. Es gibt auch das Paradoxon des Service Management, das besagt, dass ein Inzident, also eine Störung, zu einer nachhaltig besseren Kundenbeziehung führen kann. Bitte jetzt nicht deswegen Störungen produzieren, ja? Das habe ich nicht gesagt. Ja? Aber wenn Sie eine Störung kompetent behandeln, gute Kommunikation mit dem Kunden haben, mit Anwenderinnen und Anwendern haben, dann kann das dazu führen, dass die nachher zufriedener sind, als sie vorher waren. Man kann das auch ohne Inzident machen, man kann einfach mit den Leuten reden. Ja? Das geht auch mit Inzidenten, das wird spannend. Gut. Deming hat auch eine Fixierung auf Zahlen, wäre schlecht, also das passt hier nicht ganz gut zusammen. Habe ich vorhin schon erwähnt. Dann eines meiner Lieblingsbilder, das ist von einer Freundin von mir, von der ITSM Partner in Kroatien. Das ist ITIL Version 3, das sind so diese Lebenszyklusphasen und die Prozesse und ein paar wichtige Dinge. Und sie ist Mathematikerin, gelernte, ja. Man würde das sofort hier merken, ja. Also ganz viele Verbindungen und Pfeile und sie hat versucht, hier möglichst alles einzubringen. Naja, ist eh viel Information. Ne? Und jetzt könnte man
Das ist ganz schlimm, es gibt auch Menschen, die hängen sich dann bloß ins Büro, ja. Hat ein Geschäftsführer eines Unternehmens, das ich kenne, hat sich das im Büro aufgehängt. Und seitdem, das hat er gemacht vor ein paar Jahren. Und dann haben wir ein paar Mitarbeiter von ihm angesprochen und gesagt, sie haben jetzt Angst, ja. Weil seitdem der das in seinem Büro hängen hat, und man hat ja die Meetings mit ihm bei ihm im Büro, ne? Seitdem der das im Büro hängen hat, haben sie Angst, dass sie das alles machen müssen. Ja? Da sind ja alle drauf, ja? 26 Prozesse sind da drauf. Ne? Und jetzt sind sie dann immer wieder rausgeschlichen und haben gesagt, pff, er hat sich nicht umgedreht, Gott sei Dank. Ja? Und es gibt auch eine wesentlich entspanntere Darstellung, die ist von uns, ja? Die aber auch die Lebenszyklusphasen und die Prozesse zeigt, ja, und wie die halt alle in die Phasen hineinragen. Und Malcolm Fry hat 2004 gesagt, zu ambitioniert sein ist auch so, trägt auch den Kern des Scheiterns in sich. Ja? Also wenn man zu viel auf einmal will, in dem Fall, als Beispiel eben zu viele Prozesse, dann wird man es auch nicht schaffen. Ja? Also besser kleine Schritte und überschaubare Portionen. Heute hat das einen modernen Namen, man nennt das heute agil, hat man 2004 noch nicht gesagt. Ja? Aber gerade bei Prozesseinführung ist ein agiles Vorgehen durchaus nicht uninteressant und durchaus überlegenswert. Was eben nicht funktioniert, ist so dieses einmal alles. Ja. Machen wir doch mal alle Transition-Prozesse. Ne? Glauben Sie was, das habe ich wirklich schon hinter mir. 2005, Projekt in Wien. Ein Kunde sagt, wir wollen 8 Agile-Prozesse einführen. Ich damals noch, hurra, 8 Agile-Prozesse. Ich habe schon meine Stunden summiert, ja, geistig. Und dachte, das wird ein langes Projekt, das ist super. War es dann auch. Ja. Also wir sind ein Jahr lang heiter gescheitert, ja, gemeinsam. Und ja, wir haben auch, die haben ein Tool gekauft, die haben Prozesse gezeichnet, die haben das Tool konfiguriert und die 80 Mitarbeiter sind in dieser begeisterten Haltung da gesessen. Ja. In Österreich gibt es dafür viele Ausdrücke für diese Haltung. Ja. Also unser Umgang mit dem organisatorischen Change Management, für den haben wir viele Ausdrücke in Österreich. Zum Beispiel, na schauen wir mal. Ja. Oder, das wird ein bisschen schwierig. Ja, ganz wichtig, wenn ein Österreicher ein bisschen sagt, ja, das heißt, das geht nicht, er sagt gar nicht. Ein bisschen ist nicht ein bisschen, ja. Nicht verwechseln. Also wenn ein Österreicher sagt, das wird ein bisschen dauern, heißt das, das bekommen Sie nie. Ja. Ja. Oder, oh, passt schon. Ja. Oder die verschärfte Form von passt schon ist eh. Ja. Also wenn ein Österreicher eh sagt, heißt das, ist mir vollkommen egal, betrifft mich nicht. Ja. Da merken Sie, in unserem Land ist diese immerwährende Neutralität, die wir uns verpasst haben, 1955, die sitzt ganz tief drin bei uns. Ja. Wir nennen das auch gerne die normative Kraft des Faktischen. Ja. Also da kennt ja jeder kommen nicht, mit so Prozessen. Ja. Es ist, wie es ist. Ja. Und warum ist? Ja, weil es ist. Ja. Ja, nicht umsonst haben wir einen der schönsten und größten Friedhöfe nicht, in Wien, den Zentralfriedhof. Und wir leben ja quasi schon mit dem Tod in Wien. Nicht. Das heißt, es hat ja meistens gar nicht so einen Sinn, also wenn man jetzt eh schon über 20 ist, ja, und da arbeitet man in einer Tiefe und da kommt man mit Prozessen, es ist nicht mehr weit dorthin zum Zentralfriedhof. Ja. Es sind schlappe 45 Jahre bis zur Pension und dann ist es auch nicht mehr. Also da jetzt das alles, nein, also wirklich, da macht man doch lieber so weiter wie bisher. Ne. Gut, Achtung, Sarkasmus. Gut, was hat Deming dazu gesagt, zum Ambitionierten? Ja, Ambition kommt oft aufgrund des Wunsches kurzfristiger Gewinne von Quick Wins, schnell mal irgendwelche Probleme lösen. Ne? Aber Vorsicht, ja, geben Sie einem ITler ein Werkzeug und er wird es benutzen. Ja? Wofür auch immer. Ja? Ich habe ja vorhin Excel gezeigt. Ja? Ja? Also stellen Sie sich vor, nicht? Ein Hammer quasi, das sprichwörtlich, wenn es ein Hammer ist, ist alles ein Nagel. Ne? Und das kann schon passieren. Nicht? Jetzt kaufen wir uns ein ganz tolles Werkzeug und mit dem können wir so viel machen. Ja? Sie werden nicht glauben, wie viele CRM-Tools ich schon gesehen habe, die für Incident-Management missbraucht werden. Ja? Schaut furchtbar aus, was da rauskommt. Ja? Ganz grauenhaft. Ja? Aber es geht ja, man hat ja ein Tool. Nicht? Gut, was sagt der Notar? Ja, Deming-Fixierung auf Zahlen. Auch das kann natürlich ein Grund für die Ambition sein, nicht? Dass man irgendwas halt in Zahlen haben. Man muss mehr Prozesse haben als der andere CRO. Halt, ne? Der hat jetzt 8 Title-Prozesse, brauche ich 9. Ne? Der hat einen Reifegrad von 3 gekriegt für alle Prozesse vom Wirtschaftsprüfer, möchte ich 3,5. Ja? Also Zahlenfixierung ist oft hinterfragbar. Dann hat aber Malcolm Fry gesagt, wäre schon ein Fehler, nicht das ganze IT-Framework sich anzuschauen. Ja? Er hat nicht gesagt, man soll es einführen, um Gottes Willen. Ja? Wie Malcolm Fry geschrieben hat, war es ja auch noch ein bisschen kleiner. Nicht? Da sprach man eher so von 10 Prozessen, ja? Noch nicht von 26. Er hat gesagt, du sollst nie im Leben alle Prozesse auf einmal irgendwie in dein Unternehmen reinbringen. Aber schau dir zumindest an, was es gibt. Ja.
hol dir mal die Information. Macht man zum Beispiel in einer ITIL Foundation Schulung, da kriegt man diesen Überblick. Oder man liest ein Buch, Gott behüte. Ja. Und da hat er gesagt, failing to maintain momentum, kleine Verbeugung für den Gastgeber, gell? Die Altur sehen wir hier, ja. Failing to maintain momentum bedeutet also, wenn ich schon mal was geschafft habe, dann sollte ich auch weitermachen. Ja. Und das ist halt leider allzu menschlich, dass wenn wir ein schwieriges Projekt umgesetzt haben, deswegen auch das Beispiel der CMDB, das Tool ist gut, aber das Thema umzusetzen ist schwierig. Ja. Also wer das schon hinter sich hat oder gerade mittendrin steckt, weiß das. Ja. Man kommt halt in alle Bereiche der Organisation rein, wo es weh tut. Ne? Man entdeckt diese ganzen Dokumentationen, ja? Oder die Nicht-Dokumentationen und die veralteten Dokumentationen. Und man trifft dann die Leute, die sagen, super, dass ihr jetzt eine CMDB habt, wer kennt mein Excel los, ja? Macht ihr das auch? Ne? Also man kommt ja an Stellen, an die man lieber nicht gekommen wäre. Mitunter kommt man auch drauf, da habe ich ein paar Machbarkeitsstudien hinter mir zum Thema CMDB, das man es gar nicht machen kann. Ja? Weil die Organisation noch gar nicht so weit ist. Ja? Die will das gar nicht. Ja? Nur wenn man es geschafft hat, ja, und diese Mühsal, dieses Trauertal durchschritten hat, ja, und tatsächlich wird dieses Zeug da genutzt, ja, und da wird dokumentiert und es stimmt, was da drin steht. Und wir sind erfolgreich im Change Management, ja, da muss ich weitermachen. Ja? Weil dann habe ich ein gutes Momentum, wie es im Englischen heißt, ja, also einen guten Startpunkt eigentlich schon für die nächste Initiative. Wenn ich das verpasse, dann ist die Gefahr groß, dass es irgendwann mal halt etabliert ist, aber ich bei der nächsten Initiative zum Thema Prozessverbesserung wieder von neuem beginnen muss und wieder jedem erklären muss, warum denn bessere Prozesse auch besser für die Kunden sind und besser für uns sind. Und dann sagt Malcolm Flight, das habe ich ganz interessant gefunden, damals 2004, es wäre ein Fehler, wenn man andere Lösungen, also andere als ITIL, ignorieren würde. Und man dachte, na, der beißt jetzt aber ins Handel, das ihn füttert, ne? Der Herr Fry. Weil es gibt schon die, ich nenne sie gerne ITIL-Dogmatiker, wenn ich schlecht aufgeregt bin, nenne ich sie ITIL-Taliban. Ja? Das sind also Menschen, die immer mit diesem, kennen Sie ITIL-Bücher schon mal gesehen, ja? Ungefähr 8 Kilo, ne? Die Pack, 2500 Seiten, also mit denen kannst du sehr gut Menschen deine Meinung einprügeln. Und es gibt so Menschen, die haben so Argumente wie, das machen wir, weil es in ITIL steht. Ja? Wir müssen das machen, weil ITIL sagt, das ist überhaupt das Beste für mich, ITIL sagt, es gibt keine Hörbücher, ja, von ITIL. ITIL sagt, zu mir hat so nichts gesagt, ja. Aber vielleicht haben die ja Visionen, diese Menschen. Ja. Ich bin auch sehr stark der Meinung von Malcolm Fry eigentlich immer schon, dass es so viel anderes gibt zum Thema Service Management, das auch gut ist, dass es wirklich ein Fehler wäre, sich da diese 5 Bücher zu Herzen nehmen. Und sagen wir sich ehrlich, ich habe die schon gelesen, ja. Die 5 Bücher. Ich natürlich als erster österreichischer ITIL-Experte, aber sonst, ja, liest man ja nicht, um Gottes Willen, 2500 Seiten. Ja. 2500 Seiten, ja, das ist ja, ja, der Ring hat nicht so viel, glaube ich. Und Herr Dring ist unterhaltsam mit das. Ja. Also er sagt, andere Lösungen ignorieren wäre schlecht, es gibt eben genug anderes. Was gibt es denn da so? Ich habe ein bisschen was zusammengestellt hier. Das in der Mitte kennen Sie, das ITIL. Paar andere Dinge werden Sie auch kennen, ja. Covid wahrscheinlich. Ne? Also wenn Sie Wirtschaftsprüfer kennen, kennen Sie Covid. Ne? Kennzahlenfixiertes, strukturiertes Prozessmodell. Dann gibt es ganz interessant RunSub da oben, also auch SAP hat sich überlegt, wie man einen IT-Betrieb machen könnte, fragt sie aber eh nicht so um ihre Meinung, die machen das einfach so. Dann gibt es CMMI for Services, Rohrkrepierer 2008, das kennen die wenigsten, ja, also auch die Carnegie Mellon Universität hat sich überlegt, was man im Service Management mit Prozessen machen könnte, haben ein wunderbares Werk mit, ich glaube, 400 Seiten rausgebracht, hat aber niemand irgendwie verwendet. Schade eigentlich, war recht gut geschrieben. Dann gibt es rechts ganz klein, man sieht es kaum, IT for IT. Tolle Initiative, ja, ein Datenmodell für IT Service Management, kommt von der Desktop Management Force in den USA. Es sind ein paar ganz mächtige Firmen dahinter, die das antreiben wollen, ist auch wirklich schlau, aber neben diesen riesengroßen IT ist halt schwer, irgendwas auf die Beine zu stellen. Ja, und das wäre wirklich wichtig, dass man solche Initiativen auch fördern würde. In Europa ist es kaum bekannt, ja, dass es sowas überhaupt gibt. Und die Gefahr ist natürlich auch groß, dass es zwar eine gute Idee ist, die gut dokumentiert ist, die sich aber trotzdem nicht durchsetzen wird. Dann sicherlich großes Thema DevOps. Wie ich das erste Mal DevOps irgendwo hingeschrieben habe, das war glaube ich 2011 oder 2012, hat das überhaupt niemanden interessiert, ja? Also in meinem Umfeld. Ja? Da habe ich gesagt, naja, DevOps ist jetzt so, ja, Softwareentwickler, die halt zu viel Kaffee getrunken haben und jetzt der Meinung sind, dass sie jetzt auch mit sich mit Betrieb auskennen. Das wäre die Definition von DevOps.
Hat mir gut gefallen, ich komme ja auch aus der Betriebsecke, also bin ja ein Kind des Rechenzentrums sozusagen. Und mit der Definition habe ich mal gut gelebt, ein paar Jahre lang. Da habe ich vor 2 Jahren oder so immer mehr drüber gelesen und habe immer mehr in der ITSM-Community, es gibt so eine Community von IT-Autoren und Vortragenden und so, die treffen sich, das ist witzig übrigens, in Facebook, in einer geschlossenen Gruppe, auch nicht in Facebook, treffen sich in Facebook in einer geschlossenen Gruppe und da diskutieren die halt, jetzt fallen da immer mehr um, ja. Und das sind jetzt nicht mehr IT-Taliban, das sind jetzt DevOps-Taliban, ja. Die sagen, IT war gestern, DevOps ist heute, ja. Ist nicht ganz die Wahrheit, beides passt ganz gut zusammen, ja. Und so habe ich halt dann am Anfang mich dafür zu interessieren, habe ich festgestellt, dass das tatsächlich für immer mehr Firmen weltweit ein Thema wird. Wir bieten jetzt ja kurz noch Schulungen zu diesem Thema an, zu DevOps. Und habe festgestellt mit der Beschäftigung, dass das ja doch nicht nur Softwareentwicklung mit Koffeinüberschuss ist, sondern dass da schon einiges dahinter steckt, das drinsteckt, was Antwort sein könnte für Probleme von heute. Was allerdings auch in DevOps drinsteht, ist, dass es ohne Service Management nicht geht. Ja. Das beschreiben die nicht, das Service Management, weil da verweisen die zum Beispiel auf IT, ja, oder andere Service Management-Quellen. Gut, was habe ich dann noch aufgeschrieben? ESCM, kennt wahrscheinlich auch niemand, ja. Das ist ein Sourcing-Modell von der Carnegie Mellon. Hat sich in den USA eine Zeit lang recht gut gehalten, wurde da von Wirtschaftsprüfern eine Zeit lang verwendet, für das Überprüfen von Konzernen, die halt mehrere Provider verwenden. Kennt halt auch kaum mehr jemand. Und dann habe ich hier die ganzen historischen Belege-Links aufgelistet. MOF, ja, auch Microsoft hat sich mal Gedanken zu Service Management gemacht. Findet man heute noch im Internet übrigens. ITUP und PRUMIT. Weiß wer das, was das ist? ITUP, PRUMIT. Ja, das war eigentlich der Vorläufer von ITIL, wenn man so mag. Das war PRM-IT, war das Prozessmodell von IBM in den 80er Jahren. Und das, was in der ITIL-Version 1 geschrieben wurde, beruht zu einem sehr, sehr großen Teil auf dem, was die IBM in den 80er Jahren schon beschrieben hat. ITUP ist dann der Nachfolger, heißt IBM Tivoli Unified Process. Da haben sie dann mit Rational Tools dann ihre Prozesse gezeichnet. Auch ein sehr schönes Modell, haben sie ja leider dann 2008 eingestellt. Ja. Ich habe es noch auf meinem Laptop, freue mich immer total. Das kann man nämlich gut benutzen, man kann damit recht schön Prozesse zeichnen. War auch nicht schlecht, das Modell. War halt ein bisschen umfangreich und war nur für IBM-Kunden natürlich vorgesehen. Die HP hatte auch ein eigenes Service-Management-Modell, das hat ziemlich so ausgeschaut wie ITIL. Die haben damals Visios und Word-Dokumente verwendet, habe ich auch noch. Sie merken schon, ich bin ein bisschen ein Freak, ja, ich bin Sammler von Prozessmodellen. Ja. Naja, andere sammeln Briefmarken, ja, oder ich war ein Freund, der sammelt Stahlhelme, ja, warum auch immer. Ja. Und, ja, ernsthaft. Ja. Wurscht, was das für Stahlhelme ist, ja, Feuerwehr oder sonst was. Ja. Stahl, muss ich ja gesagt. Ne. Wurscht, wer man aufgehabt hat. Ne. Gut, und ich sammle halt Prozessmodelle. Ja. Der Vorteil des Prozessmodelle lassen sich auf eine Festplatte ablegen, ja, die verbrauchen nicht so viel Platz, vielleicht wieder meine Frau, ne, das Grundboard nicht herumliegt. Ja. Stellt sich das mal vor, Prozessmodelle wären physisch, ne, also, da wird es auch schon bei mir im Dachboden. Gut, Mito, das war mein Lieblingsmodell jahrelang, ja, kommt aus der Schweiz, ja, Mito, und war ein Prozessmodell für Service Management, das auf Psychologie beruht. Das ist aber irre gut gefallen. Ja. Da war der Mensch im Mittelpunkt, hat sich aber nicht durchgesetzt. Ja. jetzt lachen sie, ne? Nicht deswegen, was er sich nicht durchsetzt, sondern weil halt keine Sponsoren dahinter waren. Und weil der Kopf hinter Mito dann ein gutes Jobangebot gekriegt hat bei der Swisscom. Und alleine Bilder, die war auch so ein Prozessmodell, auch sehr schön, hat aber der Erfinder dann der HP verkauft, der war genial, der hat das der HP verkauft und nach ein paar Jahren hat das gleiche Modell der BMC verkauft. Gut, ja. Gut, wie sind wir in der Zeit? 20 Minuten. Ah, da haben wir eine Frage auch noch. Ja. Wie denn Sie in die Sammlung FitSM reinsortieren? Weil das scheint ja so ein wenig so eine Selbsthilfe von IT-Geschädigten. Ah, FitSM. So, jetzt muss ich auch. Ist ein FitSM-Autor hier? Jemand verwandt mit einem FitSM-Autor? Befreundet? Okay, Traume. Gut, also ich habe FitSM nicht hergeschrieben, ja. Das ist natürlich jetzt auch, zumindest in Deutschland kennt man das ja. Also kurz, FitSM ist, schaut ein bisschen aus wie ITIL Version 2, wenn man sich die Folien anschaut. Wo kommt das her? Weiß ich leider nur allzu gut. Es gibt ja auch so einen anderen Rohrkrepierer, der ist kein Prozessmodell, hat aber sehr viel mit der ganzen hier zu tun. ISO 20000, ja, kennen Sie wahrscheinlich die Norm. Ne? Die ISO 20000 ist eigentlich nicht schlecht, ja, hat aber ein paar Nachteile. Einer davon ist, dass die Wirtschaftsprüfer darauf pfeifen. Ja. Also Wirtschaftsprüfer kümmern sich nicht um die ISO 20000 oder um eine ISO 20000 Zertifizierung eines Unternehmens, sondern Wirtschaftsprüfer fragen
Covid-mäßig ab. Und wenn man den Wirtschaftsprüfbesuch überleben will, dann lässt man sich ein ISAE 3402-Zertifikat ausstellen. Also man lässt sich vom Wirtschaftsprüfer prüfen. Es muss einen jetzt nicht wundern, dass Covid von Wirtschaftsprüfern erfunden wurde und dass diese Wirtschaftsprüfungsunternehmen, also die Vereinigung der Wirtschaftsprüfer hinter Covid, also denen gehört das. Ja? Wie dem auch sei, der ISO 20.000 hat sich nicht so durchgesetzt. Der eine Grund ist eben, dass Auditoren und Wirtschaftsprüfer mit der ISO 20.000 nicht allzu viel anfangen wollen. Zweiter Grund ist, dass, ja, da hat es gemenschelt. Das ist ja lustig, das sind auch Worst Practice-Geschichten eigentlich, aus dem Kern von ITIL. Ja? Nämlich folgendes ist passiert. Ich war 2007, war in München, beim TÜV Süd. Ja. TÜV Süd war damals noch eine Organisation, die ITIL-Prüfungen abgenommen hat. Und die haben eine Initiative ins Leben gerufen und gesagt, für ISO 20.000 soll es jetzt auch ein Ausbildungs- und Zertifizierungsprogramm geben. Und da hat sich die TÜV Süd mit der EXIN zusammengetan und hat ein Expertenkomitee einberufen. Sie wissen schon, erster österreichischer Experte, also schon, na, ein Jahr vorher schon eigentlich, bevor ich bewusst, ob ich ITIL-Experte bin, war ich schon dabei, ne? Und war also in diesem Komitee dabei. Und da war auch die Jenny Darkmore. Jenny Darkmore ist die Frau, die die BS 15.000 geschrieben hat. Das ist der Vorläufer der ISO 20.000 in England gewesen. Ja? Und die hat das in den 90er Jahren geschrieben, quasi im Alleingang, diese Norm. Ja? Die Norm im Alleingang zu schreiben war nicht so schwierig, weil es waren 16 Seiten, also im Wesentlichen ITIL zusammengefasst. Ja. Also sie hat ITIL genommen, sie war selber Autorin von ITIL Version 1 und Version 2, die Jenny, und hat halt aus den ITIL-Büchern die ISO 20.000 Normen Texte geschrieben im Wesentlichen. Natürlich hat sie schon ein bisschen Mithelfer gehabt, aber im Wesentlichen hat sie das alleine gemacht. Ja. Dann kam die ISO, ISO ist übrigens ein total witziges Gremium, ja. Dann kam die ISO und hat gesagt, wir machen jetzt eine Norm für Service Management. Die Engländer haben gesagt, bitte, wir hätten eine, ja, nehmt das. Dann sagten die ISO-Vertreter, also in den Ländern, die in der ISO-Vertreter haben gesagt, nein, wir machen was Besseres, was Großes, ja, den weltweiten großen Wurf für eine Norm. Dann haben sie jahrelang darüber diskutiert und dann haben sie die BS 15.000 aus England umbenannt auf ISO 20.000. Ja? Und haben gesagt, danke Jenny, also du hast, ja, sagen wir halt, das war jetzt die ISO-Norm, nicht? Die englische Norm, deswegen gibt es sie auch bis heute nicht in einer deutschen Übersetzung, weil die DIN hat gesagt, na, wir sicher nicht, ja. Die Ö-Norm, Österreich gibt es auch, ne? Ö-Norm, das klingt so schön wie ein türkischer Ausdruck, Ö-Norm. Ja. Ja, jedenfalls, wir haben es auch nicht gemacht, ne? Die Schweizer hat es auch nicht interessiert, deswegen gibt es diese 20.000 auch nur in Englisch. Ja. Und dann kam noch was Schöneres, ne? Wie gesagt, das menschelt ja. Ne? Die Jenny Darkmore war dann eben im Komitee dabei und ich habe sie gesagt, du bist du eigentlich dabei bei diesem ITIL V3-Projekt? Ne? Das wird ja ITIL komplett neu gemacht, das ist zwischen 2005 und 2007 passiert. Ne? Was ist deine Rolle da drin? Also wie bringst du da dein Wissen aus der ISO 20.000 in ITIL Version 3 ein? Und sie hat gesagt, to be honest, ja, also sie ist eine kleine Engländerin, ja, deswegen hat sie so mehr auf die Schulter gebracht von schräg unten. Ja, und wir haben schon ein paar Whiskys in uns gehabt und man weiß es nicht. Sagt, to be honest, it's that kind of girly thing. Das sagt was? Er hat gesagt, naja, das Problem ist das, es gibt eine Projektleiterin für das ITIL Version 3 Projekt, das ist die Sharon Taylor, und die koordiniert die Arbeit an diesen fünf Büchern, ne, die Core Books aus ITIL. Und sie und die Sharon haben so eine Tradition aus den 80er Jahren, dass sie sich nicht riechen können. Ja? Also die haben eine gemeinsame Vergangenheit, die mögen sich nicht, die beiden. Ja? Und weil sie sich nicht mögen, hat die Sharon beschlossen, dass sie die ISO 20.000 ignoriert beim Schreiben der ITIL V3 Bücher. Und weil die Jenny natürlich auch einen Stolz hat, hat sie sich halt dann auch in diese österreichische Verweigerungshaltung begeben. Die gibt es in England, die heute und sagt, dann schreibt es halt, ne? Dann halt nicht. Ne? Das ist dann so weit gegangen, dass die beiden dann, nachdem die ITIL Version 3 Bücher veröffentlicht wurden, dass es ziemliche Beschwerden gegeben hat aus der Community, warum da jetzt das irgendwie anders, warum die Prozesse anders heißen, teilweise als in der ISO 20.000. Ja? Also warum heißt es da jetzt 7-Step Improvement Process in ITIL und in der ISO 20.000 heißt Service Reporting? Ja? Naja, dann haben sie sich dann zusammensetzen müssen und haben ein White Paper veröffentlicht, ja, mit ihren beiden Namen drauf. Da habe ich dann die Jenny angerufen und gesagt, und wie war das so? Also das, ne, mit der Sharon benannt und schreiben. Ne. Sie hat gesagt, sie hat sie dabei nicht gesehen. Also jeder hat seinen Teil geschrieben und dann haben sie gesagt, ja, alles gut. Ja. Jedenfalls hat die menschelt und die beiden Dinge sind nicht abgestimmt, bis heute übrigens nicht. Ja. Ist auch ein Grund, warum im ISO 20.000 nicht so recht auf die Startlöcher kam. Ich komme nur zu der Frage, gell? Merkst du, das ist ein langer Anlauf, aber ich werde dann punktgenau dort landen. Ja. So,
Also wir sitzen da und beschließen, dass nicht die damals hat Eiting der OGC gehört, also mehr oder weniger dem verlängerten Arm der Queen, ja. Und wir waren alle irgendwie der Meinung, dass wir uns das nicht mehr so gefallen lassen wollen, dass die ihre viel Geld mit Eitel verdienen und wir, die eigentlich die Leistung bringen, also die Trainingsinstitute zum Beispiel und die Zertifizierungsinstitute, eigentlich relativ wenig davon haben. Ja. Und das war eben dann die Idee, die ISO 20.000 herzunehmen, weil da haben wir die Autorin da gehabt, die Jenny, und auf der Basis dann eben ein Ausbildungsprogramm zu machen und ein Zertifizierungsprogramm zu machen. Und wir haben dann eben gemacht ISO 20.000 Foundation, einen Auditoren-Stream, einen Consultant-Stream, so wirklich mit Folien und Prüfungsfragen und allem drum und dran. Und wer hier ist ISO 20.000 zertifiziert nach dem Exintyp Süd-Schema? Genau, null, so wie immer, wenn ich frage. Also es war total erfolgreich gemacht, was wir gemacht haben. Ne? Ja, irre erfolgreich. Ja? Nämlich gar nicht. Ja? Ich war da bei ein paar Meetings, habe ein bisschen was mitgearbeitet, vor allem bei den Foundation-Folien. Und mein Kollege hat bei den Prüfungsfragen mitgearbeitet für die Foundation. Jedenfalls, es war leider ein kommerzieller Orgelbier. Ja? Wir haben es eine Zeit lang auf der Homepage gehabt als Kurs, niemand hat ihn gebucht, keiner hat danach gefragt. Ich habe ihn übrigens bis heute noch auf der Homepage, auch einfach nur, weil es lustig ist. Ja. Ich habe eine Anfrage pro Jahr, ne? Circa. Nur was ist dann passiert? In dem Projekt war auch ein Mensch, den ich jetzt nicht benenne, ja. Da war ein Mensch, der hat ja, mit diesem ersten Zusammentreffen mal von uns erklärt bekommen, was IT-Service-Management eigentlich ist. Genau genommen haben wir ihm sogar erklärt, was IT ist. Ja. Also wir haben angefangen mit Information, Technologie, Service und Management. Ja, und haben ihm das also versucht ein bisschen zu erklären, weil er wollte ja auch mitarbeiten und er hat halt so ein bisschen diesen... Ja, er hat reingebracht, dass er also quasi die Schreibarbeit mehr oder weniger machen würde, also Folien erstellen und so weiter. Jo, und das ist einer der Menschen hinter FitSM. Und wenn ich mir heute die FitSM-Folien so anschaue, die ja frei zugänglich sind, dann erkenne ich vieles wieder, was wir damals gemacht haben. Ja. Das ist mein Zugang zu FitSM, ja. Also es ist eine Restelverwertung von vor 10 Jahren unter neuem Namen mit ja, Fördergeld an der EU. Das ist etwas, das ich auch gerne mal hinterfragen würde, wie man denn etwas gefördert bekommt von der EU, das es eh schon gegeben hat. Ja. Also einfach, wenn man eine neue Überschrift drüber schreibt, aber es soll sein. Ja. Ich finde es prinzipiell mal gut, dass es das gibt. Ja. Ich finde es noch viel besser, wenn da nicht nur die paar Dinge draufstehen würden, sondern noch 30 andere. Ja. Denn je mehr Vielfalt wir hätten, ist ja immer so im Leben. Ja. Je mehr Vielfalt es gibt, desto bessere Auswahl hätten wir, desto mehr Konkurrenz gibt es auch und desto mehr Anspann wäre auch da, dass man was besser machen muss. Ja. Und so per se habe ich gar nichts dagegen, dass es ein deutschsprachiges Modell gibt für Service Management. Es ist halt leider nicht allzu berühmt geworden, was da rausgekommen ist. Also ich halte zurzeit wirklich DevOps für das Revolutionärere, ja, und für das, was ergänzend zu IT mehr bringt. COBIT bieten wir zum Beispiel auch an, ja, da bin ich selber Trainer dafür. COBIT ist schon wichtig, mit dem muss man sich ja beschäftigen, wenn man mit Wirtschaftsprüfern zu tun hat, ja, oder wenn man Wirtschaftsprüfer ist natürlich, ja, aber es ist halt ihre Fahrt. Ja. Also COBIT ist wirklich Stinkfahrt. Also da fällt mir, also COBIT-Kurse sind für mich selber so diese buddhistische Herausforderung, ja, 2 Tage lang nicht lustig sein. Ja. Da ist nichts lustig. Ja. Na, da ist nichts lustig. Ja. Du bereitest dich darauf vor, dass dich irgendjemand nach Kennzahlen fragt. Ne. Ja. Da fällt mir nichts mehr zum Lachen. Ja. DevOps wiederum ist lustig, da geht es um Unternehmenskultur. Unternehmenskultur ist immer lustig. Ja. Da kann man schöne Übungen machen, sieht man, dass man selber auch keine Kultur hat. Gut, lassen wir das jetzt. Also man könnte auf dieser Folie noch ein paar Dinge hinschreiben, ein paar werden wieder verschwinden. Es gibt ein schönes Buch von Nicolas Taleb Nassim, den kennt man vielleicht von Der Schwarze Schwan. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Antifragilität. Genau, Antifragilität. Das Buch ist größtenteils ziemlich mistig, meiner Ansicht nach, aber was er da drin schon ganz gut er macht ein paar gute Statements, die ich so unterschreiben würde. Er sagt, das, was schon lange da ist, wird wahrscheinlich länger bleiben als das, was erst kurz da ist. Ja? Also man sollte nicht das, was neu kommt, so überschätzen. Ja. Also ITIL gibt es jetzt seit 28 Jahren. Ja. Es ist schon wahrscheinlicher, dass ITIL auch noch in 10 Jahren da sein wird, als dass FitSM jetzt ITIL rechts außen überholt und ganz vorne sein wird. Ja. Einfach nur aus dem Grund, dass die Dinge, die länger da sind und etabliert sind, einfach tendenziell länger bleiben werden. Ja. DevOps ist jetzt auch nicht so neu. Also, die agile Bewegung gibt es jetzt auch schon über 10 Jahre. Gut, und COVID ist auch ein Klassiker mittlerweile der Literatur, nicht? Seit Ende der 90er Jahre, wird uns auch noch länger blühen. Ja? Und sehr viele der anderen Dinge, die hier stehen, sind halt so hochgekommen und dann auch gleich wieder verschwunden. Ja? Verglüht wie Sternschnuppen. Also es ist auch nicht gut, immer so nervös auf das Neueste aufzuspringen. Kann mir als Österreicher eh nicht passieren. Ja? Also wir sind ja quasi
Man sagt immer, die Schweizer sind so langsam. Das klingt daran, dass so wenig Schweizer nach Österreich kommen. Ne? Dann würde man sehen, wie langsam sein kann. Ja? Also, das sind die Innovationskaiser in Europa. Gut. Ja, ich habe gesagt, 10 Punkte hat der Malcolm Fry erwähnt, wie vorhin gesagt hat, 10 Gründe, warum IT-Projekte scheitern können. Wer mitgezählt hätte, hat natürlich wieder mal keiner. Ne? Den wir aufgehört, es waren nur 7, gell? Für einen Folien. Ja? Natürlich bemerkt. Gell? Also ich habe schon alle 10 auch beschrieben textlich, das ist dann im Handout drin. Das Sie bekommen, das Handout sind nicht die Bilder, weil da weiß man in 3 Jahren nicht mehr, was da drauf gestanden ist. Ich tue mir auch jetzt sehr schwer, wenn ich das erzählen muss. Frag mal, was habe ich da gemeint? Also in der textlichen Ausarbeitung kriegen Sie eine Auflistung aller 10 und auch Beispiele aus der Praxis dafür, wie man das falsch machen kann. Ja? Also nicht zum Nachmachen empfohlen, sondern zum Vermeiden eigentlich. Ne? Gut, damit habe ich noch einen wichtigen Punkt. Das ist das Framework der nächsten 100 Jahre. Das haben wir erfunden. Aus Mindful Service. Ich möchte nur ganz kurz ein bisschen was darüber erzählen, weil eben diese ganzen Punkte von Deeming, also diese tödlichen Krankheiten und die Gründe des Scheiterns, weil das an mir schon seit vielen, vielen, jetzt muss ich schon sagen, Jahrzehnten nagt. Ich weiß nicht, warum das schief geht. Ja? Ich bin ja eher so, dass man denkt, ja, jetzt haben wir Prozesse, die haben wir jetzt dokumentiert, die haben wir ausgerollt, dann haben wir ein tolles Tool und dann funktioniert das trotzdem nicht. Und ich verstehe das ja nicht. Ne? Dann frage ich die Leute, warum geht denn das denn so? Ja. Ja, da gibt es 3 mächtige Mitarbeiter in jeder Firma, Mann, jemand und einer. Kennst du die? Ja? Und wurscht, wenn du fragst, die sagen, naja, da sollte jemand jetzt wirklich Changes besser analysieren. Ja? Man sollte das dokumentieren. Ja? Das kommt immer konjunktiv dann auch danach. Ne? Also dieser Mann, dieser jemand, dieser einer sind total mächtig. Ja? Aber es sind immer die anderen. Ja? Und ich habe schon vor 10 Jahren begonnen, die Frage zu stellen. Zuerst einmal habe ich die Betroffenen gefragt, die haben keine Antworten gehabt. Dann habe ich eine Psychologin gefragt. Ja? Also nicht, ich war nicht in Therapie, wenn es jetzt, also Psychologin, nicht Psychotherapeutin. Ja? Also ich habe eine Psychologin gefragt, was sie denn meint, hat sie gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, ja, weil sie Service Management nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich gut, du hast keine Ahnung, was Service Management ist, ich habe keine Ahnung, was Psychologie ist, vielleicht sollten wir es zusammentun und gemeinsam mal rausfinden, ob Psychologie für Service Management nicht irgendwie hilfreich wäre. Also verstehen, was in den Köpfen vorgeht. Ne? Psychologie ist ja die Lehre vom Erleben und Verhalten des Menschen. Und das habe ich auch nicht gewusst bis dahin. Ne? Aber ich habe gedacht, naja, das geht es eigentlich. Ne? Also wie wir uns verhalten, und wie wir das halt so erleben, den Alltag im Service Management. Ja, und das war halt die Basis für eine Ausbildung, ein Buch, das demnächst erscheinen wird. Das demnächst muss man jetzt irgendwann nochmal überlegen. Also es wird 2018 wird es erscheinen, ich bin schon wie ein IT-Autor, der dann auch Bücher angekündigt hat für demnächst. Und ist kein neues Prozessmodell, keine Angst, ja, da gibt es eh schon genug, sondern da geht es darum, wie wir mit dem Ding zwischen unseren Ohren, sofern vorhanden nutzbar, umgehen können, damit wir im Service Management erfolgreicher sind. Zwar nicht im Service Management, sondern generell in der Dienstleistung. Egal, ob als betroffener Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, als Anbietender, als Opfer, also Kunde oder Täter, Manager, soll eben Hilfe geben. Einerseits Erklärung, also warum ist das so? Manche Dinge sind einfach mal so, ja. Und was können wir tun? Gut, das war nur die kleine unentgeltliche Werbeeinschaltung. Was kann ich Ihnen noch erzählen? Wir haben noch Zeit, oder? Dann wüsste doch was. 4 Minuten. 4 Minuten, ja. Dann erzähle ich Ihnen noch kurz was, weil es ja Sie sowieso bald mal irgendwo lesen werden. Es gab jetzt vor kurzem das Gerücht, dass ITIL überarbeitet wird, eine neue Version von ITIL rauskommt. Schon mal gehört? Ja, stimmt. Stimmt. Und zwar, was man bis jetzt weiß, also die Geschichte war so. Im April war ich bei einer Tagung, da war auch der Marketingchef von Axelos, also den Eigentümer von ITIL, und der hat gesagt, ich habe mich furchtbar beschwert, und nicht nur ich, sondern auch ein paar andere anwesende Chefs von Trainingsfirmen, dass dieses Prüfungsschema in ITIL, also dieses Zertifizierungsschema so kompliziert ist. Ne? Also man hat Foundation, ist ja noch relativ einfach, und dann ist Expert, und Expert wirst du, wenn du aus 9 verschiedenen Kursen irgendeine Kombination wählst, und danach musst du noch einen Kurs machen. In Summe musst du also 6 Zertifizierungen durchführen und dann bist du Expert und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Ne? Dann haben sie aber, das nicht repariert, dann gibt es auch einen Practitioner. Ja? Das heißt, es schafft eigentlich kein einziger Trainingsanbieter, das irgendwie verständlich auf einer Homepage aufzuschreiben, was es eigentlich alles gibt und warum das so sein soll. Ja?
Der hat uns recht gegeben, dass es nicht gut ist. Das haben sie auch geerbt von der OGC, also vom Vorbesitzer von Airtel. Und hat gemeint, das werden sie reparieren. Mehr hat er dazu nicht gesagt. Dann passierte das, was immer passiert bei großen Unternehmen. Sie haben eine Expertenkommission einberufen. Ich war nicht dabei, aber es war schwierig, weil sie haben ja nur 500 Leute eingeladen. Ja. Jetzt auf, die haben eine Expertenkommission aus 500 Menschen gemacht. Ja. Und 500 Menschen haben dann, eigentlich war die Frage, wie können wir das Ausbildungsschema reformieren, ne? So dass niemand jetzt seine Zertifikate verliert, wir aber einen einfacheren Zertifizierungsweg für die Zukunft haben, ja, einen sinnvolleren. Was ist rausgekommen? Über das Zertifizieren wird jetzt nicht mehr gesprochen, sondern jetzt wollen sie den Inhalt der Bücher bearbeiten. Ja. Dazu haben sie jetzt beschlossen, dass sie im Jahr 2018 eine Expertenkommission einberufen werden, wozu diesen 500 noch weitere 700 Experten befragt werden, was man denn an den Büchern anpassen soll. Nachdem ich ja Eitel jetzt ja doch schon seit 1989 kenne, nehme ich mal an, dass vor 2020 überhaupt nichts geändert sein wird, ja, weil es werden einmal die Experten sein im Jahr 2018, 2019 werden sie streiten, was sie eigentlich gemeint haben, und 2020 werden sie irgendwas überarbeiten. Ja. Also kein Grund zur Nervosität, Rezertifizierungen wird es sowieso nicht geben, die tun halt jetzt irgendwas. Ja, ja, also wer uns kennt, Eitel ist ein Partner. Auf unserer Homepage gibt es dann eh News, wenn es News gibt, und wenn es nichts gibt, dann gibt es nichts. Also wahrscheinlich eher nichts die nächsten zwei Jahre. Ja? Also schreiben wir heute halt über andere Sachen. Gut, dann möchte ich gerne schließen mit den Worten von W. Edward Deming. Der hat das dann nämlich gesagt. Soll ich es auf Deutsch übersetzen oder auf Österreichisch? Kannst du vorlesen, ja? Ja, für hinten. Also ich lese mal vor, ich fange mit Vorlesen. The results of long-term relationships is better and better quality and lower cost. Auf Hochdeutsch würde das bedeuten, das Resultat von lang andauernden Beziehungen ist bessere und bessere Qualität und immer niedrigere Kosten. Das ist eine schöne Überleitung von dem, was ich vorhin gesagt habe, nämlich dass es um die Menschen geht. Ja. Auf Österreich würde es heißen, wenn du der Haverer bist, zu den Haverer, dann wird es eh besser. Nicht? Also, jetzt österreichisch. Relationship ist ja dieser Konnotation Relationship zwischen Menschen gemeint, also Beziehung zwischen Menschen. Also Beziehungen sind wichtig, man da. Beziehungen machen es aus. Nicht nur die Tools, ja, die braucht man auch. Nicht nur die Prozesse, die braucht man auch. Sondern die Beziehungen zwischen den Menschen. Und zwar long term, langfristig. Gut, dann suche ich um Applaus für den Weg. Ein bisschen was für mich.